Und damit begrüße ich euch zurück zum Radsportmanager YouTube Abonnententeam Team Eurosport am Start. Und wir sehen schon, wir sind in den letzten Zügen der Saison 2017. Ein paar kleine Rennen stehen noch an, unter anderem natürlich auch die Lombardei-Rundfahrt Anfang Oktober, ist das dann, glaube ich, schon am 1.10. Müssen wir schauen, wer da noch wirklich fit ist. Wahrscheinlich nur noch relativ wenige Fahrer. Die Weltmeisterschaft steht noch ins Haus. Müssen wir aber schauen, ob wir das steuern. So motiviert bin ich da momentan nicht dafür oder dazu, andere Fahrer hier zum Sieg zu navigieren, wenn sie nicht von Team Eurosport sind. Ich habe jetzt die Trainingsgruppen mal wieder durcheinander gewürfelt. Wir haben jetzt drei legendäre Trainer. Ich möchte auch noch einen vierten holen, möchte allerdings erstmal schauen, wie das dann zur neuen Saison so aussieht, damit wir da die Effektivität natürlich nochmal hochdrehen können. So, bekommen wir gerade wieder sehr viele WhatsApp-Nachrichten, natürlich immer genau zum Beginn der Folge. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und da ich die Folgen eigentlich selten beende, weil ich dann oder mittendrin Pause mache, weil ich eigentlich keine Lust habe zu schneiden, werde ich dort jetzt auch nicht schauen. So, bahnbrechend, wir haben 8 Fahrer, ist immer so die maximale Stufe. Kann ich das gerade mal zeigen, wenn wir beim Training, da sieht man hier Effektivität ausgezeichnet. Wenn wir ihn jetzt einer anderen Gruppe zuordnen würden, machen wir ihn mal bei Gunnar Seelander dabei, den ich jetzt neu geholt habe, dann wäre die Effektivität nur noch auf sehr gut. Deswegen 8 Fahrer ist das Maximum, um die Effektivität auf ausgezeichnet zu halten. Bedeutet 8 Fahrer hier für Carignano. Jetzt hat sich schon wieder ein bisschen verändert. Also Carignano mit 8 Fahrern in seiner Trainingsgruppe. Er hat auch die Bahnbrechenden dabei, bis auf Max Meyer. Da weiß man noch nicht ganz genau den Stil. Dann habe ich jetzt einen modernen Trainer geholt. Der hat alle Fahrer dabei, wo man es noch nicht genau weiß, beziehungsweise Pascal Motes. Da weiß man ja auch schon, dass er auf jeden Fall einen modernen Stil prägt. Also bei den anderen weiß man es noch nicht, muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann haben wir leider 2 Fahrer, Carsten Grunewald und Jünger, die ich jetzt nicht mehr in die anderen Gruppen mit einbauen wollte. Allerdings wollte ich jetzt auch keinen vierten Trainer verpflichten, den wir dann sowieso nächste Saison wieder entlassen müssen. Wir sehen auch schon, der Kontostand ist jetzt deutlich runtergegangen. Die beiden sind also, denke ich mal, in der internationalen Gruppe sogar besser aufgehoben, als wenn wir sie jetzt noch hier mit in die anderen Gruppen einbauen würden. Denn es gibt noch den guten Herrn Filindassi, ebenfalls Italiener, auch legendär. Der hat diese Trainingsgruppe quasi unter seine Fittiche genommen. Also, da sehen wir haben ein sehr, sehr starkes Team am Start. Carsten Grunewald und Jünger kommen dann nächste Saison auch noch in eine legendäre Gruppe, sind jetzt gerade so ein bisschen hinten dran, was aber natürlich eher Zufall ist. Nicht nur eher, sondern was kompletter Zufall ist. Das Team für rund um Sibnitz habe ich auch schon mal zusammengestellt. Sieht folgendermaßen aus, jetzt nicht so spektakulär. Wir haben Pascal Motes mit der 81. Benny Fjord ist allerdings unser Capitano, weil er dort sicherlich auch bessere Chancen hat. Ich nehme Carsten Seifert gerade noch mal als freien Fahrer, der bestimmt auch sprinten kann am Ende. Fahren wie im Angriff, jo, warum nicht, für die Etappe fahren kann er leider nicht. Aber gut, dann soll er mal attackieren, vielleicht in die Ausreißergruppe gehen, simulieren das Ding und im Endeffekt gewinnt ja immer Henry Ulig wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir was holen können. Pellegrini wird immerhin Dritter in dem welligen Profil. Benny Fjord auf Platz 13 kommt da rein. Pellegrini generell sehr, sehr starker Fahrer. Haben wir ja momentan auf Etappenfahrer. Wir können mal schauen, ob die Fahrer sich ein wenig verbessert haben in letzter Zeit. Nicht so wirklich. Joel Harry, da hat sich nicht so viel getan. Ich weiß nicht, Henry Ulig hat sich, glaube ich, verbessert. 77 jetzt am Berg. Lars Ritter 76, hier hat sich, glaube ich, auch nicht viel getan. Adam Wood und Benny Fjord kratzen beide an der 80, also nicht alters, also Adam Wood vielleicht schon. Zeitverwert von Reuter ist jetzt auf 80 hochgegangen, das finde ich auch super geil. Wie gesagt, wir haben ihn auch weiterhin auf Zeitfahrer, hat jetzt natürlich auch eine neue Trainingsgruppe bekommen, vielleicht hat das nochmal einen kleinen Boom ausgelöst. Risto Kinnun auch in der neuen Gruppe natürlich mit dabei, Prolog-Zeitfahren, da haben wir die 79 bei Hink, 76 bei Kinnun, Reuter dort ein bisschen schwächer, eher einer für die längeren Zeitfahren. Kopfsteinpflaster Pascal Motes, der ja lange in der eigenen Gruppe unterwegs war, jetzt endlich auch mal mit anderen trainieren darf. Wahrscheinlich kommt ihm das gar nicht so zugute. Ansonsten hat sich hier nicht wirklich viel geändert, muss man sagen. Jetzt wird es natürlich auch, je höher die Werte gehen, desto schwieriger wird es auch, dass Fahrer sich verbessern. Beschleunigung Carsten Seifert natürlich schon relativ gut dabei. Problem bei Carsten Seifert ist momentan, das haben wir eben auch gesehen, wo wir ihn einmal auf dem Zettel hatten, tatsächlich für den Tag, weil die Tagesform unserer Spitzenfahrer zu schlecht war. Unter anderem von Benny Fjord mit der -4. Der Hügelwert von 71 reicht dann halt, wie bei Benny Fjord, auch häufig in der Ebene bei ihm, reicht dann nicht aus, weil man im Finale dann so hohes Tempo hat, dass man quasi Allround-Fähigkeiten haben muss. Und das war leider nicht der Fall. Wir gehen mal weiter. Preisgeld gibt es auch noch für rund um Sebnitz. Wahrscheinlich hat die Stadtkasse dort zusammengelegt in Sebnitz. Und jetzt heißt das erstmal, die Schlaglöcher in den Straßen werden nicht zugebaut. So, das Weltmeisterschafts-Einzelzeitfahren kommt jetzt. Michel Stückrad ist auch wieder gesund, das ist sehr gut. Und ja, sollen wir das Zeitfahren machen? 5 Fahrer können wir an den Start schicken.
Nehmen wir natürlich alle. Toni Martin ist ziemlich gut drupp, Benny Fjord auch, aber ist natürlich kein besonders guter Zeitfahrer. Ist eigentlich ein ganz interessantes Profil, aber 38 Kilometer, was soll's eigentlich? Toni Martin jetzt hier bei den Favoriten nicht dabei, wir simulieren das gerade mal. Achso, Mist. Wie viele müssen wir denn nehmen? Drei oder was? Achso, da unten steht es ja, vier können wir. Dann lassen wir Jascha Sütterlin raus. Dann nehmen wir drei unserer Jungs. Jascha Sütterlin eh noch schlechter in Form als unsere anderen Fahrer. Wir simulieren das Ding und sehen vor allem, dass Christian Reuter die 80 natürlich eigentlich schon hat, aber hier kaum Chancen haben wird. Ach, guck mal hier, Matze Hinck auf Platz 11. Auch sehr cool. Christian Reuter auf 18. Grunewald, mal schauen, ob sonst noch jemand dabei ist. Vielleicht Risto Kinnunen ja sogar noch, aber Finnland darf anscheinend bei der WM nicht teilnehmen. Das sieht so ein bisschen danach aus. Naja, was soll's? Auf jeden Fall Tom Dumoulin, vollkommen überraschend mal wieder Zeitfahrweltmeister geworden. Ich glaube, er wird immer Zeitfahrweltmeister. Ja, vom Potenzial her sicherlich auch einer, der mal große Rundfahrten gewinnen kann. Das hat man bei der Vuelta 2015, glaube ich, damals schon gesehen, dass das durchaus in ihm steckt. Jetzt 2016 war nicht ganz so stark, wenn man mal auf die Gesamtwertung schaut. Aber er hat ja durchaus eine sehr starke Tour de France gefahren. So, generell ein Fahrer, den ich sehr gerne mag. Ausrüster, joa, 23.847 bis Ende 2018. Ich finde, dass wir das eigentlich mal annehmen können. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr als noch bei den anderen. Wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir allerdings keine Forschung, kein Forschungs- und Entwicklungsprogramm mal wieder. Mal schauen, ob das dann in der Saison 2019 der Fall sein wird. Jetzt bin ich vor allem mal gespannt, wie sehr wir uns verbessern. Nach der Saison, wo ja dann wirklich Trainingslager und so weiter mehr oder weniger anstehen. Trainingslager haben wir hier noch nie gemacht. Aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass die Jungs ins Trainingslager fahren. So, Rennen Strevalli Varesine. Natürlich, ich hätte jetzt auch voll Bock auf eine Varesine. Aber die sind immer so schwer zu schälen. Ach, gucke mal an, hier haben wir doch einige Fahrer, die wirklich gut in Form sind. Michel Stückrath im Sprint mit der 76 natürlich dabei. Dann können wir vielleicht die Weltmeisterschaft doch mal fahren. Neun Fahrer müssen wir sowieso an den Start nehmen. Greipel, Geschke, Max Meyer vielleicht eher nicht. Dann nehmen wir Thomas Burkhardt. Da haben wir ja ein wirklich gutes Team hier mit dabei. 256,3 Kilometer lang. In Doha natürlich wieder. Und dann fahren wir wahrscheinlich für den guten Herrn Kittel. 84 im Sprint. Und das geht ja relativ schnell. Auch wenn es 256,3 Kilometer sind. Da können wir mal schauen, dass wir einen unserer Jungs in die Ausreißergruppe hauen. In der Ebene haben wir ja zum Beispiel Pascal Mottis, der richtig gut drupp ist. Von der Beschleunigung aber, glaube ich, nicht ganz so stark. Bayer wäre eine Möglichkeit. Der ist in der Beschleunigung auch ziemlich gut. Wir können mal schauen, wen wir in die Ausreißergruppe bringen. Michel Stückrath haben wir für den Sprint theoretisch noch dabei. Und Stefan Bayer ist was? Topfavorit auf den Sieg? Was? Was? Warum? Warum? Das ist doch nicht euer Ernst. Was ist denn mit dieser Favoritennummer da los? Wieso? Ich meine, glaubst du nicht, dass den Doha da jetzt 15.000 Kopfsteinpflaster bleibt? Achso, okay. Hä? Was war denn die erste Einblendung? Achso, nee, das war ja, ich wollte schon sagen. Ah, okay. Ich bin ein bisschen durch. Es tut mir leid, das war ja unser Deutschland-Team. Hab mich nur gerade irritieren lassen, weil das Grün angemeldet war. Grün eingeblendet. Sorry, sorry, sorry. Das wäre auch ziemlicher Quatsch gewesen, wenn der jetzt als Top-Favorit genannt werden wäre. Worden. Ich brauche echt eine Pause. Ging aber relativ schnell heute in den Keller. So, Alexander Christoph ist Favorit vor Degenkolb von Germany. Da haben wir auch Marcel Kittel noch mit dabei. Also, das macht schon deutlich mehr Sinn. Wir schauen mal, die Tagesformen sind bei plus 3. Kittel plus 3, sehr schön. Jünger auch eine plus 2. Das ist auf jeden Fall gut. Dann hauen wir nämlich in die Ausreißergruppe rein. Wie schaut es bei Bayer leider die minus 4? Stückrad die plus 1. Im Sprint wird er allerdings nicht ganz vorne landen können. Machen wir es erstmal so. Wo ist Jünger? Der steht da leider hinten drin. So, und dann schauen wir mal hier in Doha. Mit den schönen Nationaltrikots. Die deutschen Trikots kann man sich inzwischen ja auch anschauen. Früher waren das immer so ganz schrecklich mehrfarbige Trikots, wo ich immer gedacht habe, was? Warum? Aber ich mag das ganz gerne mit den Nationaltrikots. Finde es auch cool, dass es hier mit drin ist. Da vorne geht eine Gruppe. Ich versuche mal die erste Gruppe mit zu erwischen. Deswegen
würde auch gleich gerne noch mit Jünger hier vorne. Mir wäre Jünger eigentlich lieber. Aber Stückrad ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Beschleuniger. Komm, häng dich dran, mein Freund. In der Ebene auch passabel. Der Ausdauerwert ist natürlich nicht ganz so gut. Das könnte dann später für Probleme sorgen. Hier Lewandowski dabei. Nee. Weil, oh, was? Alejandro Valverde, willst du mich verarschen? Dann fährt das Feld doch nicht hinterher. So, Jünger immer noch gefangen im Feld. Das wird eine Attacke werden vom Jünger, du, ich sag's dir. Wenn er hier erstmal raus ist, dann aber, dann geht die Luzi. Kommen da nochmal Attacken? Müssen vor allem mal vorne schauen. So, hier vorne ist jetzt Tempo raus. Ich mache jetzt einfach mal was Verrücktes. Und versuche mit Jünger noch vorne hinzufahren. Das Feld reagiert, oder? Ja. Nee, dann nicht. Nee, wenn das Feld reagiert, so war das nicht geplant. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Attacke von Jünger lag, aber das war natürlich jetzt nicht mein Ziel. So, dann schauen wir mal. Geschke kümmert sich mal um Kittel. Kittel ist hoffentlich vorne mit dabei. Dann haben wir ja noch John Degenkolb am Start. Das ist natürlich ein Team hier. Dann nehmen wir Markus Burkhardt für John Degenkolb. Mutis und Bayer können wir eigentlich mal auf automatisch stellen. Mit der Tagesform ist da eh alles gelaufen. Schon witzig, mein Fauxpas mit dem Top-Favoriten eben gerade. So, hier vorne ist jetzt alles locker flockig. Ausreißergruppe besteht also aus Stückrad, Andersen, Krok, Vasiljev, der vom Skispringen anscheinend auch nicht nur die Sportart, sondern auch die Nationalität gewechselt hat. Gradek, Valverde, Bohle ist dabei, der wahrscheinlich hackedicht fährt. Maikin und Costa, oder? Ja, Costa. Was Costa? Costa Quanta. So, Tommy Haas für Australien jetzt am Start. Der wechselt auch seine Nationalitäten wie das Hemd. Hier sehen wir auch die wunderbare Landschaft von Doha. Reich an einigen Jahrhunderte Kultur. So, Greipel sollte mal weiter nach vorne fahren. Wen haben wir sonst noch da hinten? Degenkolb muss auch mal weiter nach vorne. Na, ist gut, wie schnell das reagiert inzwischen, das Spiel. So, gleich geht's zur Bergwertung. Der 400. Kategorie. Da war sie. Jetzt haben wir sie leider verpasst. Gab auch 0,00000 einen Punkt. Wenn diese Gruppe hier vorne durchkommt, haben wir natürlich echt gute Chancen. Ich glaube da allerdings nicht dran und ich glaube vor allem dran, dass Michel Stückrad vom Ausdauerwert her nicht gut genug ist dafür. Und Alejandro Valverde ist natürlich auch kein ganz schlechter Sprinter. Und natürlich eine ausgebuffte Sau. Da sehen wir wieder die wunderschönen Gebäude. Das eine Gebäude steht in Frankfurt, in Köln, das steht eigentlich überall. Auch wenn man die Tour de Berlin macht, U23-Rennen, steht überall das Ding. So, jetzt natürlich erstmal die Renntaktik klar. Hinten im Feld haben wir Kittel und so weiter gut platziert. Das werden wir jetzt bestimmt nicht sehen, weil wieder die Hochhäuser im Weg sind. Wunderbare Kameraperspektive hier. Könnte man auch TTT drauf spielen. So, dann schauen wir es uns gerade mal unten im Feld an. Also Kittel natürlich so unser Topfahrer heute auch mit der Plus 3 quasi unschlagbar. 85 im Sprint. Der zündet das TNT in den Beinen. Und 250 Kilometer in der Ausreißergruppe, das ist schon nicht so ohne. Können natürlich ein bisschen pokern, indem wir einfach sagen, wir machen keine Nachführarbeit. Sollten uns aber mal ein Wasser holen. Das können wir eigentlich gerade mal machen. Wir pokern mal ein bisschen. Mal schauen, was die anderen Fahrer so sagen. Ob die irgendwann Tempo rausnehmen und sagen, hier, du stinkst. Oder sonst irgendwas. Wir sollten mit dem Wert etwas höher stellen. Ja, 5,5 Minuten, aber nur noch nach hinten. Ja, das alter Schwede. Die treten ja aber rein, die Belgier. Das ist doch wieder Belgier. Also an Waffeln können sie nichts machen. Quatsch. Aber belgische Waffeln sind schon geil. Habe ich auch in Brüssel gegessen. Jetzt wären wir schon wieder beim Thema Brüssel. Das ist auch wieder eine der positiven Seiten von Brüssel. Man
Man wird nicht nur überfallen, es gibt auch lecker Waffeln. So, die Weltmeisterschaft ist bislang an Spannung kaum zu überbieten. Aber wir sparen hier vorne schön Kraft, auch wenn der grüne Balken quasi tot ist. Und jetzt haben wir natürlich die Attacke verpasst. Aber gut, da hätten wir eh nicht wirklich mitgehen können. Gegen Valverde und so weiter. Gut, das war dann... Hätte ich jetzt gerade nicht mit gerechnet, 80 Kilometer vom Ziel, dass hier attackiert wird. Aber die Attacke ist dann jetzt auch durch. Das war dann nicht so schön. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal hinkommen. Ja, das hat sich dann erledigt mit Stück Rad. Also da hätte ich jetzt gerade überhaupt nicht mit gerechnet. 80 Kilometer, das Ding ist flach. Dass da jetzt einer attackiert. Können wir schauen, ob wir nochmal vorkommen. Die vorne fahren jetzt auch nicht so mega schnell. Dann wäre die Attacke nochmal verpufft, mehr oder weniger. Hallo, Jungs, fahrt ihr noch mit? Und dann kommen wir tatsächlich wieder ran. Okay, das war sehr merkwürdig jetzt. So, holen wir uns wieder aus. Diesmal konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf diese Gruppe. Hinten wird auch weitergefahren. Stückrad jetzt natürlich ziemlich durch. Noch 58 Kilometer. Ich hoffe, wir können vielleicht nochmal leicht regenerieren. Was aber... Ja, okay, da kommt wieder die nächste Attacke. Ach komm, was soll's. Dann gehen wir halt mit. Ja, der Rennverlauf hier vorne. Also typisch Klassiker. Ja, hier hinten wird aber auch wieder gedrödelt. Wir machen natürlich hier wieder die Nachführarbeit. Aber es ist wieder als Gruppe zusammen. Jetzt nicht abhängen lassen, ein Stück Rad. Aber gelbe Balken ist jetzt schon bald weg. Vielleicht wird hier jetzt nochmal Tempo rausgenommen. Ah, das sind halt die Fahrer. Naja, gut, so viel besser. Überhaupt nicht besser. So, wir hätten natürlich hinten Jünger noch, der in sehr guter Form ist. Gerade vom Ausdauerwert her extrem gut mit dabei. Geschke wäre natürlich auch einer gewesen für die Ausreißergruppe. Ich habe jetzt eher mal auf unsere Fahrer gesetzt. Motes und Bayer, wie gesagt, heute leider nicht gerade bei Bayer schade, wegen dem Beschleunigungswert. Aber Jünger scheint gut drauf zu sein. Da kann man vielleicht nochmal eine Attacke setzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade Sinn macht. Vor allem, wo wir Stückrad noch vorne haben, wollen wir das Tempo eigentlich nicht erhöhen. Vorne ist das Tempo, ja, deswegen gerade raus, weil da wieder Attacken gehen. Aber das können wir jetzt ja eh nicht dauernd mitmachen. Also wir können jetzt nur hoffen, dass hier irgendwie das Ganze noch so ein bisschen zusammenbleibt. Dass die Gruppe sich hier zerpflückt, ist natürlich ziemlich sinnfrei. Und das ist natürlich blöd für Stückrad, weil er der beste Sprinter in der Gruppe wäre. Aber da gibt es jetzt auch nicht mehr ganz so viel zu holen. Stückrad versucht nochmal vorne hinzufahren. Klappt vielleicht sogar nochmal, aber Attacken kann er keine mehr mitgehen. Eigentlich nur hoffen, dass irgendwie taktisch das in unsere Richtung läuft. Damit wäre die Sprintkarte Stückrad natürlich für den Massensprint auch schon gestorben, aber dafür haben wir ja Degenkolb und Kittel. Und gerade mit Kittel können wir da extrem gut den Sprint anfahren. Ich versuche halt unsere Fahrer so ein bisschen mal in den Fokus zu stellen. Bei einer Weltmeisterschaft wären es natürlich eigentlich Helfer, ganz klar. Vorsprung, na, vielleicht kommen wir nochmal ran, vielleicht aber auch eher nicht. Jetzt sind wir nämlich blatt. Jetzt müssen wir uns ziehen lassen, die vorne nehmen aber auch raus. Jetzt wird der Vorsprung trotzdem größer nach vorne. Oder der Rückstand, besser gesagt. Ja, vielleicht, wenn die, wie gesagt, jetzt vorne komplett trödeln, dann haben wir nochmal eine Chance. Ansonsten wird das eher nichts. Können nochmal Energiegel benutzen, aber ich glaube, dafür ist es jetzt auch zu spät. Hier hinten wird auch noch nicht das Mordstempo gefahren. 33 Kilometer noch. Wir machen das Ganze jetzt mal etwas schneller. Das sind die vorne auch gleich eingeholt. Obwohl hier vorne das Tempo gar nicht so hoch ist. So, da gingen jetzt nochmal Attacken. Alexander Christoph hat angegriffen. Das ist dann eher überraschend und dann können wir jetzt auch mal rausnehmen hier. Stückrad ist definitiv durch. Jetzt wird das Tempo hoch. Ich glaube, dass das aber nicht so clever war, von Alexander Christoph jetzt schon anzugreifen.
Jünger ist in A1, keine Ahnung. Also wir müssen schauen, dass Kittel und so weiter natürlich auch vorne mit dabei bleiben. Auch wenn das nicht unser Top-Blatt ist, was wir ausspielen möchten. Eigentlich können wir mit Degenkolb den Sprint für Kittel anfahren. Das wäre natürlich mega. Aber ich versuche jetzt erst nochmal mit Jünger vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Was hundertprozentig nicht funktionieren wird. Da geht nochmal eine Attacke. Van Marke versucht es nochmal. Christoph hinten dran. So, wie gesagt, Kittel muss auf jeden Fall vorne mit dranbleiben. So, Pascal Motis versucht nochmal Wasser zu holen, für sich selber wahrscheinlich. Keine Ahnung, was er da macht, ist auch wurscht. So, Wasserflasche holen für Stückrad, ja, sorry. Kannst jetzt eh automatisch fahren, dein Rennen ist vorbei. Jünger ist da vorne noch gut am Start. So, jetzt wird hier so ein bisschen gespielt, habe ich das Gefühl. Ja, aber ihr solltet die da vorne auch nicht wegfahren lassen. Das ist schon klar, auch wenn ihr da jetzt... Boah, da wollten gerade die Holländer Tempo machen. Was macht ihr denn jetzt? Jetzt fahren die Schweizer hinter. Jetzt haben die 40 Sekunden rausgefahren in der Zeit. Das war nicht wirklich clever, Leute. Das war überhaupt nicht clever. Das vorne ist Alexander Christoph, Mann. Der hat einen Wert in der Ebene von 105. Naja, 78. Von Marke 79. Ist auch nicht gerade schlecht. Jetzt die Frage, was machen wir? Wir fahren es mal realistisch. Na, Kreipl haben wir ja auch noch. Ah gut, der ist raus. Okay, dann ist gut. So. Burkhardt sammelt den Laden hier mal ein. Schauen wir, dass wir da vorne noch hinkommen. Sekunden 42, da kommen die Holländer. So, jetzt muss Jünger übernehmen. Hau rein, mein Freund. Boah, was war das denn für eine Attacke da von den Briten? So, wir müssen Jünger im Blick behalten. Alter Schwede, na, Degenkolb kann relativ lang fahren, denke ich mal. So, jetzt ist Jünger Blatt. Jetzt muss Degenkolb raus, aber der hat noch richtig Power. Und wenn der reintritt, dann da wächst kein Gras mehr. Kittel hinten dran. Jünger versucht es auch noch. So, wir versuchen so lang wie möglich mit Degenkolb vorne zu bleiben. Ohne zu sprinten. So, also noch 3 Kilometer. Komm, der rote Balken muss noch ganz kurz reichen. Komm schon, Degenkolb, zieh's an. Dann gehen wir auf Kittel und schauen. Boah, da ist Christoph an unserem Hinterrad. Und jetzt raus. Auf Kittel, komm, du wirst Weltmeister. Boah, da kommt Gaviria. Komm schon, Kittel, zieh's durch. Yes, souverän. Souverän, Marcel Kittel, Weltmeister geworden. John Degenkolb kommt sogar noch auf Platz 5 rein. Da sehen wir unseren besten Eurosportfahrer. Ansonsten die Ungarn, weiß ich gar nicht. Wo sind die Ungarn? Sind die Ungarn überhaupt dabei? Ich weiß gar nicht. Habe jetzt gar nicht geschaut, ob Jan Kravitz hier am Start ist. Mich nur auf die deutschen Fahrer konzentriert. Schauen wir mal, gibt es ein Team Ungarn? Nee, die Ungarn dürfen wieder gar nicht mitfahren bei der WM. Ist wieder typisch. Sorry, Stau, typisch. Carsten Seifert, ja, auch hier nicht ganz vorne mit dabei. Obwohl es eigentlich ein Profil für ihn gewesen wäre, aber naja. Leider, wie gesagt, nicht ganz vorne am Start. Das macht nichts. Pellegrini gar nicht nominiert worden, ein Skandal natürlich. Ansonsten auch hier bei den Holländern keiner unserer Fahrer dabei. Etwas schade. Robert Hoffmann, doch, Robert Hoffmann war dabei. Ist aber jetzt auch nicht ganz vorne gelandet. Und ansonsten Joel Harry nicht am Start. Nö. Gut, schade, dass die Ungarn nicht starten dürfen.
Und Jan Krawitz, der wäre sicherlich weit vorne gelandet, aber wir sind Weltmeister geworden mit Marcel Kittel, was jetzt nicht ganz so schwer war. Also mit dem 85er, also quasi heute 85er Wert plus 3, gewinnen Sie mit Ihrer Nationalmannschaft die Radrennen-Weltmeisterschaft. Haben wir das nicht schon mal geschafft? Ah nee, das war beim 15er, wo wir es geschafft haben. Schauen uns die Siegerehrung an, damit das Spiel wahrscheinlich auch abstürzt. Aber das war ein souveräner Sprintsieg. Also wenn du Degenkolb als Anfahrer nimmst, dann ist das auch relativ einfach. Christoph dann doch noch Zweiter geworden, ein bisschen die Taktik verhunzt. Dann Fernando Gaviria, der Radfahrer, den es gar nicht gibt. Teamwertung läuft. Und das war's. So, Kittel gewinnt am heutigen Tag. Damit haben wir ihn zum Weltmeister gemacht. Verpflichten ihn für die nächste Saison. Nein, machen wir nicht. So, Drei Valli Varesine will ich immer noch keine. Ulft. Keiner ulft mir. Und dann machen wir die Lombardei-Rundfahrt noch, oder? Ich denke, die können wir gerade noch mit reinschmeißen. Dauert wahrscheinlich auch relativ lang. Dann machen wir vielleicht jetzt zum Abschied, weil mein Kopf eh schon komplett halb tot ist. Komplett halb ist auch schön. Komplett halb tot. Ich muss auch mal die WhatsApp beantworten, aber gut. Dann weiß ich, dass die Folge immerhin jetzt so circa eine halbe Stunde geht, weil die WhatsApp um die Zeit kam. So, die Fitness, wie gesagt, von einigen Fahrern wird jetzt nochmal wirklich gut. Nehmen wir auch alle mit. Benny Fjord jetzt leider schon nicht mehr so gut drauf. Aber wir können auf Ausreißergruppen gehen. Ausdauerwert bei einigen Fahrern ist gut. Hügelwert ist passabel. Nehmen wir Benny Fjord nochmal mit und schauen, dass wir Michel Stuckrad auch nochmal mit an den Start nehmen. Der ja, es war schwierig. Also die Gruppe, die da vorne sich gegenseitig kaputt gefahren hat, was vollkommen sinnfrei war, weil Werde und so weiter haben dann alle überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Jetzt 247 Kilometer und mit den Anstiegen ist das natürlich nicht so ohne. Hier ist Wildinger jetzt noch bei den Favoriten mitgenannt. Aber ich glaube, der ist von der Fitness her nicht mehr wirklich ansprechbar. 80er Bergwert, ja. Sollten vielleicht einen Bergfahrer, einen richtig guten Bergfahrer mitnehmen. Aber schaut euch die Fitness an. Pellegrini wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Dass wir Stückrad rauslassen, weil das ist eh viel zu steil für ihn. Dann nehmen wir Pellegrini noch mit. Das ist ja auch sein Heimspiel, also er muss ja eigentlich in der Lombardei-Rundfahrt von Como nach Bergamo. Da muss er eigentlich am Start sein. Ansonsten Sattrich ist genauso schlecht drauf wie Wildinger. Aber Wildinger wäre vielleicht für das Profil echt noch nützlich. Schauen wir mal. Berg 60, 66 ist eigentlich zu wenig von Michael Jünger. Probieren wir es einfach mal. Mal schauen, wie die Jungs so drauf sind. Und dann machen wir das jetzt noch schnell. Also schnell ist gut. Ausreißergruppe würde ich wieder mal versuchen. Das macht das Ganze immer so ein bisschen interessanter. Wie gesagt, da muss ich gleich mal meinen Hals ein bisschen schonen, noch ein bisschen Tee oder sowas trinken. Eigentlich bin ich nicht erkältet. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach zu wenig getrunken jetzt heute Morgen. Ah, Ratto. Ratto, Capecchi und Twetkow für Androni. Ah, für Android. Androni. Jo, habe ich schon erwähnt, dass ich mich auf die nächste Saison freue? Ich glaube noch nicht. Das ist ungefähr so, wie ich mich damals auf die US-Wahl gefreut habe. Zardini, Pirazzi und Ciccone. Ja, Wildinger tatsächlich auf Platz 8 bei den Favoriten, aber wie gesagt, der Fitnesswert wird dort noch ordentlich reinhauen. Wir haben gesehen, Kwiatkowski, Alaphilippe sind am Start. Das wird für uns relativ schwierig. Pascal Moth ist in absoluter Topform. Ich habe ja extra darauf geachtet, dass wir hinten raus unsere Kopfsteinpflasterfahrer nochmal haben, weil ja jetzt noch einige Rennen kommen, aber das werden wir nächstes Jahr dann auch anders machen. Also die Schlussphase der Saison werden wir ignorieren. Die letzten Rennen, so September, Oktober, werden wir wirklich einfach mal ignorieren, weil Lombardei-Rundfahrt, dieses Kanada-Double ist ja schön und gut, aber so ganz spektakulär sind die Nummern jetzt auch nicht. Also wie gesagt, sind auch in meinem Kopf nicht so richtig abgespeichert als World Tour Rennen, die man tatsächlich verfolgt. Aber hier ist schon die Creme de la Crematorium dabei. Gilbert, Valverde, Kwiatkowski, Pozzo Vivo, Alaphilippe, Kelderman, wo wir auch nochmal schauen müssen, wer die Vuelta eigentlich gewonnen hat. Kieselowski ist am Start. Und Wildinger. Tja, inzwischen schon in die Phalanx der ganz Großen reingefahren. In einem Atemzug genannt mit Kelderman. Das war mein Johann König-Imitat gerade. So, jetzt machen wir hinne hier. Scheiß Ladebildschirm, ey. Das gibt es doch nicht. Zieht doch das Let's Play mit Absicht in die Länge. So, Tagesform.
Ich bete eine Tagesform Gott und wir sehen, dass Benifiotti minus 1 hat, Motis die minus 3, natürlich unsere beiden Fahrer, auf die ich jetzt gesetzt hätte. Aber Pellegrini plus 4. Sehr, sehr gut. Also Kapitän Pellegrini kriegt Fjord an die Seite, der heute eh nichts mehr reißen kann. Dann können wir da nämlich gutes Tempo mitfahren. Also Pellegrini, unser Kapitän. Wir schauen, Wildinger ist Jans Jutrup. Ich mache jetzt gerade mal Pellegrini, nehmen wir mal raus. Achso, ja, ich hätte vielleicht Fjord rausnehmen sollen, nicht Rommel. Ich übe noch den Radsportmanager, ganz neu. Hab den noch nie gespielt und auch nicht irgendwie, dass ich, ich glaube, ich habe jeden Radsportmanager fast jeden, höchstens mal so ein oder zwei Jahre ausgelassen, weil ich mir gedacht habe, komm, der vom Vorjahr tut's auch. Und ich glaube, wenn jetzt nicht das Let's Play wäre, dann hätte ich sogar den 15er weitergespielt. Gut, Ausreißergruppe, wie wäre es denn mit Herrn Riedel heute? Aber der braucht wahrscheinlich wieder 12 Jahre, bis er nach vorne kommt. Das ist manchmal so ätzend, dass man quasi nicht attackieren kann, wie man will, weil die Fahrer zu weit hinten stehen. Muss man ein Ticket ziehen. Das war ja nochmal automatisch. Ah, er beschützt Wildinger. So, Hoffmann und Mottis dürfen freifahren, genauso wie Oskar Neuber. Pellegrini wird beschützt, Wildinger wird beschützt von Bayer, wie er will. Und Riedel versucht weiterhin nach vorne zu kommen. Auf, komm, hau mal richtig rein. Vorne gehen nämlich schon Gruppen. Ansonsten wüsste ich jetzt niemanden, den wir vorne reinschicken können. Robert Hoffmann macht keinen Sinn, der wird an den steilen Anstiegen sowas von abgehängt. Boah, alter Schwede, hat sich noch nicht wirklich nach vorne verbessert. Ist das ätzend. So, komm, der Abfahrt zieht sich das Ganze doch immer ein bisschen auseinander. Ja, sind schon 3 Minuten für die Ausreißer vorne. Ganz klasse. Ich versuch's trotzdem, ist mir jetzt wurscht. Die trödeln doch immer so viel da vorne. WF. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Ernsthaft? Wieso fahrt ihr denn jetzt im Riedel hinterher? Ganz toll gemacht, super gemacht, Feld, super, ihr seid echt Traumkerle. Leckt mir doch am Arsch. Ganz ehrlich, könnt mir mal am Arsch lecken. Riedel ist auch der absolute Mega-Favorit hier für den Tag. Da gibt es kein Vertun, da muss man als Feld schon hinterherfahren. Das ist bescheuert, das. Gut, dann alles auf Pellegrini, der einfach mal hinten den Picknickkorb ausgepackt hat und sich gedacht hat, ne, da grüße ich erstmal die Familie im Publikum. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Aus welcher Region von Italien, ob es jetzt aus der Lombardei ist, Hauptstadt von der Lombardei, na. Ich glaube Mailand. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist Mailand. Wurscht. Gut, das wäre geklärt. Lars Riedel muss seinen Diskus heute mal stecken lassen. Den Diskus führt er sowieso immer am Fiskus vorbei. Uiuiuiui. Jetzt aber hier ein Witz besser als der nächste. Madonna del Gisallo. Ich kenne nur Madonna di Campillo. Da campiere ich nämlich häufiger mal mit den toten Hosen. Oh Gott. Es wird nicht besser. So, wir bleiben mal bei Pellegrini, der sich da vorne hinter Benny Fjord, der quasi der Rosetto ist, dieser Etappe. Und kaum sage ich Rosetto, werden Schlangenlinien gefahren. So, jetzt wird erstmal ein bisschen gerödelt. Wir fahren am Meer entlang und jetzt geht es in den ersten wirklich steilen Anstieg rein. 10,8 Kilometer lang, 5% steil, aber da ist auch ein Flachstück und wir sehen einfach nur, wie die Leute im Berg fahren. Neuber hat sich jetzt dazu erbarmt, Wasser zu holen. Allerdings muss er jetzt auch ordentlich sprinten, um vorzukommen. Jetzt geht es allerdings in die Abfahrt, da sollte es leichter sein. Kaum habe ich es gesagt, geht es in den Gegenhang. Die komplette Energie verballert. Nur Benny Fjord hat noch kein Wasser, doch jetzt. Ist immer schön, wenn die Fahrer ihr eigenes Wasser schon fast wieder ausgetrunken haben, während sie nach vorne fahren. So, jetzt geht's erstmal flach. Sind auch nur noch 163 Kilometer, also diese Eintagesrennen, die gehen immer rum. Ach, das ist wie eine Schalke-Nachspielzeit, wenn sie 1-0 bei den Bayern führen. Das geht rum wie nix. Also, es ist natürlich reine Fantasie, dass die Schalker 1-0 bei den Bayern führen in der Nachspielzeit. Das
kann natürlich sonst nie passieren. Ich kann mich noch erinnern, damals das DFB-Pokal-Halbfinale. Raúl hat relativ früh das 1-0 für Schalke gemacht und dann haben die Schalker gemauert gegen die Bayern. Das war, wo Schalke den DFB-Pokal dann 5-0 gegen Duisburg gewonnen hat. Das war echt, also nach dem 1-0 durch Raúl hast du echt nur noch da gesessen, hast gedacht, oh Gott, jetzt pfeif schon ab, Mensch, ist das 70. Minute erst, ist doch egal, pfeif trotzdem ab, der Heutzer hat es doch auch gemacht. Also, da habe ich echt mindestens 3 Jahre meines Lebens verloren, ihr alle wisst ja, dass ich schon hoch in den 60ern bin. Colle del Pasta, natürlich. Und ich beim Radsportmanager gedacht, wie nennen wir den Bärsch? Komm, Pasta, Pasta. Pellegrini macht Nachführarbeit oder was soll das gerade? Er fühlt sich auf jeden Fall recht frisch. So wie die Pasta hier auch ist. Colle Gallo, das kommt einem natürlich die Gallo hoch. Sag hier die Galluswarte in Frankfurt. Jetzt werden die ganz schlechten Wortspiele ausgepackt. Also ich glaube wirklich, dass Pellegrini heute gute Chancen hat, 34. zu werden. Deswegen blinkt auch sein Balken jetzt. Nee, nur die Zahl blinkt sein Balken nicht. So, und jetzt den nächsten Anstieg werden wir uns natürlich anschauen. Da sind noch einige Fahrer dabei. Bayer kämpft sich jetzt gerade noch mal vor. Ich dachte, er hätte Wasser geholt, was nämlich jetzt gerade irgendwie ganz praktisch wäre. So viele Fahrer haben wir nicht mehr. Ja, Riedel, der leider die Ausreißergruppe verpasst hat, muss jetzt noch mal Wasser holen. Traue ich zu, dass er sogar am Berg noch mal vorkommt. Gerade bestellt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vorne dran bleiben. So, Pellegrini fährt auf jeden Fall schön vorne, fast ein bisschen zu weit vorne. Weil hier fällt jetzt auch noch keine Entscheidung. Da müssen wir noch nicht so viel Kraft verballern. Außerdem hat Riedel dann noch Chancen, vielleicht im nächsten Leben nochmal nach vorne zu kommen, um Wasser zu holen. Aber erst im nächsten Leben, würde ich sagen. Wildinger auch noch recht frisch am Start. Ja, das war's auch mit Benny Fjord, glaube ich. Ja, da haut die Fitness dann rein. Da sehen wir es auch wieder, der Ausdauerwert. Es ist alles noch nicht so richtig frisch bei Benny. Da müssen wir fürs nächste Jahr dran arbeiten. Dann haben wir jetzt Wildinger mal vor Pellegrini gespannt. Wildinger dann doch der etwas stärkere Mann. Und Riedel wird das Wasser nicht mehr vorbringen. Also wie gesagt, da haben wir auch Arredondo, den kolumbianischen Meister. Tempo ist jetzt nicht so immens hoch. Wir können auch mal ganz kurz in die Ausreißergruppen vorne reinschauen. Wen haben wir denn dort? 5 Fahrer sind es noch. Elissand ist dabei, Jean Debeau, Roson, den wir ja auch einmal in der Bergetappe, ich glaube, hinter Sattrich hatten. Berhane ist am Start und Vermeulen, den ich jetzt einfach mal englisch ausgesprochen habe. So, den haben sie jetzt um Längen abgehängt. Und der sucht immer noch den Silin. Joaquim Rodriguez? Nee. Godoy, ach guck mal hier, der hat mal Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Thomas Godoy. Selvaggi. Und dann kommt auch schon der Seri, der uns ja auch schon hinterhergefahren ist damals. So, ich hoffe mal, dass wir bald über den Berg drüber sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Kaum habe ich es gesagt, sind wir auch schon über die Kuppe drüber. Da gibt es gleich nochmal einen leichten Gegenhang. Pellegrini sollte hier vorne am Start sein. Da musste allerdings jetzt gleich der gute Herr Wildinger nochmal Wasser holen. Wir sehen alle Fahrer platt. Das Tempo ist immens hoch. Wildinger, wie gesagt, kommt gleich noch ein leichter Gegenhang. Den nehmen wir noch mit und in der Abfahrt, beziehungsweise Wildinger kann sich auch jetzt schon mal zurückfallen lassen. Riedel ist rein theoretisch sogar noch im Peloton dabei. Aber nicht mehr lange. Aber in der Abfahrt könnte er es vielleicht schaffen. Jetzt habe ich Wildinger eh schon nach hinten geschickt. Ja, Friedel wäre es ohnehin schwer gewesen. So, ich denke mal, Wildinger kommt schneller wieder vor. Ja, aber Riedel hat jetzt auch einen guten Zahn drauf hier. Ja, Mist, Riedel hätte es auch geschafft. Wahrscheinlich. Ist sogar deutlich weiter vorne. Wurscht. So, sind noch 52 Kilometer. Die Folge geht wahrscheinlich wieder 19 Stunden. Schauen, Wildinger kämpft. Alles gut. Dann haben alle auch wieder Wasser. Wir können hier hinten mal sagen, Benny Fjord soll automatisch fahren. Und Riedel haben wir jetzt ja auch wieder vorne mit dabei. Eigentlich ganz cool.
So, jetzt müssen wir aufpassen. 45 Kilometer noch bis ins Ziel. Ich glaube, dass hier noch nicht die ganz entscheidenden Attacken gehen, aber am nächsten Hügel kann es schon sein, dass da was passiert. Ich würde jetzt trotzdem erstmal abwarten mit Pellegrini. Der natürlich eine richtig gute Tagesform hat. Die Fitness ist nicht so positiv, aber trotzdem. Tagesform steht, glaube ich, da drüber. Es sind immer noch 112 Fahrer dabei. Das ist echt merkwürdig. Unsere Fahrer natürlich eher für die Ebene ausgerichtet. Forcella di Berbeno. Natürlich, der Berbeno. Ich dachte, er hieß Bruno. So, jetzt schauen wir nochmal die Rennsituation an. Immer noch im Längen voraus. Berhane, Elissant und jetzt hat sich Jean de Beau auf jeden Fall vorne abgesetzt. Aber der wird nicht durchkommen. Ein äußerst durchschnittlicher Fahrer. So, Wasser müsste jetzt eigentlich reichen. Pellegrini, wo ist Wildinger? Wildinger, fahr mal vor ihn. Was machst du denn? So, jetzt 30 Kilometer noch. Da hinten im Berg sehen wir noch die anderen Jungs, die jetzt gerade in der Abfahrt wahrscheinlich noch drin sind. Ziemlich abgehängt. So, Pellegrini sieht immer noch sehr frisch aus. Ich würde hier mal abwarten, was hier passiert. Wie gesagt, 29 Kilometer jetzt alleine fahren. Ist schwierig, 6,1 Kilometer lang. Wir sind schon im Anstieg. So mega steil ist das Ding nicht, 4,8%. Und dann versuchen wir einfach tatsächlich hier hinten raus am letzten Hügel nochmal zu attackieren. Beziehungsweise, so wie ich das Spiel kenne, gibt es vorher schon Attacken, wo man dann vielleicht auch mal eine mitgehen kann. Da sehen wir Kwiatkowski, den polnischen Meister. Vorne Jakob Fuglsang, Julian Arredondo, Peter Serri, Simon Yates, glaube ich. Jo. Ach, guck mal. Und Adam Yates. Super, habe ich aber nur richtig geraten. Daniel Martin, Alaphilippe, Brambilla, der nur Helfer ist. Allein das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Brambilla hilft für Alaphilippe, Nicholas Roach. Und vorne wird jetzt die einzelne Spitze nochmal verhungern gelassen. Und es wird hier ein bisschen gedrödelt. 98 Fahrer, wie gesagt, der vorne am langen Arm und so weiter, verhungerne, weißt du Bescheid. Jetzt sieht der Rennverlauf wieder so aus, als hätten wir gute Chancen. Im Endeffekt werden wir, wie gesagt, 34. So, nur weil wir Riedel noch dabei haben, können wir es wenigstens mal versuchen. Ist doch wieder ewig, bis er Wasser bekommt. Vorne müssen wir jetzt aufpassen, dass nicht die Luzi abgeht ohne uns. Ausreißer 56 Sekunden, aber gut, der geht eh auf dem Zahnfleisch. Bergamo, Alter. Alter, Bergamo, Mann. Bergamo, Alter. Wahrscheinlich ist Navi gesagt. Wie weit ist das vom Ziel? Nicht besonders weit. Wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, ob vorher Attacken gehen. So, Riedel bringt tatsächlich nochmal das Wasser. Sehr gute Leistung, wie gesagt, von Riedel, den wir ja eigentlich in die Ausreißergruppe schicken wollten. Wenn es jetzt eine Rundfahrt wäre, würden wir ihn auf jeden Fall auch bei späteren Etappen mal in die Ausreißergruppe schicken zum Dank. Zum Slam-Dank. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bin gerade mal ein bisschen ruhiger. So, der Jean de Beau ist jetzt platt. Da kann das Feld gar nicht mehr so langsam fahren, dass sie ihn nicht einholen. 10 Kilometer noch. Und jetzt beginnen gleich die Attacken, wenn das Feld nicht schneller fährt. Die Frage. Ah, da. Was? Menten? Okay, die halten das Tempo hoch. 7,3 Kilometer. Okay, ist zu früh, ist zu früh.
Wenn der hinten jetzt bremst gerade. Alter Schwede. Zieh! Komm, zieh's durch. Es geht nur noch bergab. Und wir haben's im Sack. Die hinten pennen. Auf, Pellegrini. Hau rein. Es geht nur noch bergab und die hinten haben es verpeilt. Keine Ahnung, was das Spiel hier wieder macht. Aber wir gewinnen die Lombardei-Rundfahrt. Pellegrini beim Heimspiel quasi. Yes, sehr schön. Diesmal haben wir es taktisch auch gut gemacht. Das Feld hat natürlich, wie gesagt, gepennt, aber das macht gar nichts. Dann kann Wildinger hinten noch mit der 99 jetzt den Sprint gewinnen und Riedel auch. Na ja, gut, das wird jetzt eher nichts. Aber sehr, sehr cool. Wie gesagt, war jetzt, die Konkurrenz hat hier auch vollkommen gepennt. Da wird jetzt nochmal gesprintet mit Wildinger und wo kommt da rein? Ja, nicht ganz vorne, würde ich mal sagen. Ja, ein etwas überraschender Sieg mit nicht ganz super Verlauf, aber wir haben es genutzt. Wir sind vorne reingefahren, haben attackiert und haben die schmale Straße genutzt, ohne dass ich es tatsächlich wusste. Aber für die nächsten Jahre natürlich ganz gut zu wissen. Also unser erster Pro-Tour, also World-Tour-Sieg. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war eben auch so ein Rennverlauf, der uns dann wieder eher in die Hände gespielt hat. Diego Pellegrini mit der Plus 4 haben wir es einfach mal ausgenutzt und hinten raus attackiert, was einfach so die Taktik war. Mehr konnten wir nicht machen. Haben uns an die Spitze des Feldes gesetzt, attackiert. Hinten raus hat einer gebremst. Das Feld hat gepennt und wir haben gewonnen. Wie gesagt, nicht der ehrenvollste Sieg, weil die Konkurrenz sicherlich auch einfach verpeilt war. Aber da ist gerade der Fotzi ins Ziel gekommen. Hieß der wirklich Fotzi? Den muss ich gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, er war so fünft oder sechstletzter. So, das war sauber. Auch die Highlights. Oh, da kommen sie. Toll. Die Highlights sind echt Wahnsinn. So, Siegerehrung schauen wir uns natürlich an. Unser größter Sieg eigentlich. Lombardei-Rundfahrt, alter Schwede. Eines der ältesten Radrennen der Welt, glaube ich. Wenn nicht sogar das älteste. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also mit 2 Minuten Vorsprung vor Alaphilippe und Gerrans. So, Teamwertung haben wir natürlich auch gewonnen. Also das war doch mal ein Saisonabschluss hier. Der hat's in sich. Pellegrini ist der Sieger. Das ist ein Träumchen. Und Julien Alaphilippe auf 2. Und dann schauen wir nochmal. Achso, scheiße, jetzt wollte ich ja schauen, ob der wirklich Fotzi hieß. Das muss ich mir jetzt einfach noch gerade noch geben. So, Fonzi, Giuseppe Fonzi. Was ihr immer gleich denkt. Hab ja gleich gesagt, dass der Fonzi heißt. Wer heißt denn Fotzi? Also bitte. So, Wildinger ist im Endeffekt wahrscheinlich 34. Nee, 35. geworden. Ja, da war ich ja knapp daneben. Sehr, sehr cool. So, zu wenig Rennen. Ja. Nächstes Jahr habt ihr nicht zu wenig Rennen. Nächstes Jahr geht's richtig ab. Mit 3 großen Rundfahrten, da kommt jeder auf seine Kosten. So, Milano-Torino, wir haben einfach mal die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Wie gesagt, sehr, sehr geiler Abschluss. Sparkassen, Münsterland-Giro haben wir auch noch. Letztes Jahr war das noch ein Highlight für uns. Dieses Jahr ist es eher so, was soll's, fahren wir nicht mit, komm. Scheiß drauf, ich bin eh bei der Deutschen Bank. So, Preisgeld 25.000. Sehr, sehr geil. Mal schauen, was das für unsere Pro-Tour-Wertung bedeutet. Oder World, ich sag mal Pro-Tour. Mal schauen, wo Pellegrini damit ist. Auf Platz 53 vorgefahren. Also 100 Punkte dafür bekommen. Super Prestige ist er damit auf Platz 37. 24 Plätze gut gemacht. Teamwertung bedeutet das, dass wir tatsächlich auf Platz 19 in der World Tour sind und wir haben wirklich nicht viele Rennen fahren dürfen. 180 Punkte geholt. Das läuft schon mal ziemlich gut. Nächstes Jahr, wie gesagt, wird es nur noch besser werden. Continental 2639, Super Prestige 4420. Sind wir sogar insgesamt auf Platz 12, obwohl wir wirklich keines der großen Rennen fahren durften. Schauen wir mal, wie die Nationen denn so sind. Deutschland 685 Punkte in der World Tour. Das wird nächstes Jahr auch besser werden, denke ich mal. Continental 1755, da ist Pellegrini natürlich unser Italiener auch mit dran beteiligt gewesen. Mal schauen, wo die Ungarn sind. Da haben wir so auf Platz 20 361 Punkte. Das würde mich ja sogar mal interessieren, welcher Fahrer dort wirklich die Punkte geholt hat. Continental, wie viele Punkte hatten? Jan Krawitz. Also Jan Krawitz hat vor Ungarn einfach mal alle Punkte geholt. Es gibt sonst keine ungarischen Radfahrer anscheinend. Mein Lachen gerade war auch etwas merkwürdig.
So, Matze Hinklaas, Ritter und so weiter hier auch am Start für Holland. Dann Carsten Seifert, Australien, Belgien haben wir, glaube ich, keine am Start. Gut, wie gesagt, ich nähere mich auch langsam dem Ende. Wir sehen, Continental hat jetzt Davide Formolo nochmal ordentlich was aufgeholt. Da ist Matthijs Hattrich nur noch 7 Punkte vorne. Super Prestige, Nairo Quintana vorne. Nach Namen sortiert wäre es Javier Acevedo, auch mal schön zu sehen, aber nicht ganz so wichtig. Julia Alaphilippe auch hier hinter Quintana. Gut, also bevor wir jetzt hier 10.000 Mal rumschauen, schauen wir mal in die Weltrangliste. Garcia Navarro Seferinho, 20 Jahre. Ach, wir können ihm sogar ein Angebot machen. Zugelassene Höchstgehalt wird 142.100 machen. Ja, wie viel verdient ihr eigentlich? Das können wir ja nochmal schauen. Ich glaube, ich bin ein Ausbeuter, oder? 2.500 ist ein bisschen wenig. Lassen wir trotzdem mal. So, ach krass. Diego Pellegrini jetzt einfach mal auf 80 am Berg gestiegen. 74 am Hügel. Obwohl ich ihn den Etappenfahrer doch gegeben habe. Krasser Scheiß. Das war jetzt aber ein großer Sprung. Wahrscheinlich durch den Sieg hier bei der Lombardei-Rundfahrt ordentlich was gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Erfolge was bringen an Punkten. Aber das war schon ein ganz, ganz großer Sprung jetzt. Respekt. Damit haben wir auf jeden Fall noch einen neuen Capitano für die nächste Saison. Für die großen Rundfahrten. Wie gesagt, das Problem ist leider das Zeitfahren. Carsten Grunewald jetzt 76, 77. Richtig, richtig gut. Also wir sind gewappnet für die nächste Saison. Schauen wir mal, ob sich hier vielleicht noch was getan hat. Die Sprinter tun sich nach wie vor ein bisschen schwer. Kopfsteinpflaster ist mehr oder weniger auch gleich geblieben. Prolog und Zeitfahren Christian Reuter. Michael Schmidt jetzt mit der 79. Auch sehr gut. Berg die 71. Also auch da sind durchaus Optionen bei kleineren Rundfahrten, wie gesagt. Das läuft doch alles ziemlich gut. Ausdauerwert, Adam Wood, Michael Jünger. Wie gesagt, da muss Benny Fjord sich noch verbessern. Damit er bei den Klassikern dann wirklich auch am Start ist. So, wir gehen mal weiter zum Sparkassen Münsterland Giro. Diese Folge wird jetzt einfach mega lang werden. Und dann simulieren wir uns in der nächsten Folge mal durch den Winter durch und werden immer mal wieder so ein bisschen im Blick behalten, wie sich unsere Fahrer verbessern und sehen wahrscheinlich auch dann schon mal, wie es ausschaut. Fürs nächste Jahr mit dem Budget können wir gleich auch noch mal einen kleinen Blick reinwerfen. Jetzt Sparkassen Münsterland Giro, wie gesagt, können wir uns schenken, brauchen wir nicht mitfahren. Pascal Mottes hat wieder mal seinen Geisteszustand überprüfen lassen. So, Riedel sollte auf jeden Fall noch mit an den Start. Wen brauchen wir denn nicht von den Fahrern, die hier ausgewählt wurden? Ja, Matze Hinck brauchen wir eigentlich nicht. Meschede können wir mal am Start lassen. Pascal Mottes hat die Scheißerei. Ich glaube, für den Sprint, wen haben wir jetzt am Start für den Sprint? Ja, Stückrad ist dabei in relativ guter Form. Ja, Meschede brauchen wir aber nicht als Capitano. Ja, das verstehe ich ja nie so ganz. Pockel können wir mal vielleicht für die Etappe fahren. Jo, warum? Ja, gut, der ist ja auch beschissen in Form. Na gut, sprinten darf er. Wie machen wir denn mal zum Kapitän? Ja, eigentlich ist Stückrad der Kapitän, aber ich glaube, der Jünger ist, also geht jetzt gar nicht mehr. Anzahl der Führenden sind schon zwei. Jo, dann machen wir das so. Für die Etappe fahren. Ist wie gesagt vollkommen egal. Ist zwar ein HC-Rennen, ein Ein-HC-Rennen, aber das ist vollkommen wurscht. Ja klar, Cavendish natürlich am Start. Das ist super. Leider nichts Besseres zu tun, als im Münsterland rumzufahren. Aber generell ist die Besetzung hier recht gut. Nasser Bohani, Calabiun. Also, not bad. Da sind wir auch sensationell 17. geworden. Und Willi Willwohl ist am Start. Yes! Mein absoluter Lieblingsfahrer. Talentierter Junge, muss man sagen. Kann man mal im Blick behalten für die Zukunft. So, der Geisteszustand wurde überprüft und er ist nur erschöpft. Also, das ist alles in Ordnung. Da muss man sich noch keine Gedanken machen. Wir schauen mal auf die Renntage. Ich habe ein bisschen Angst. Genau, Marijn Mischede leider mit 21 Tagen relativ selten dabei. Genauso wie Luis Pockel. Generell unsere Kopfsteinpflasterfahrer nicht ganz so häufig dabei. Das wird sich in der nächsten Saison, wie gesagt, ändern, weil wir auf jeden Fall immer zwei, drei Stück für auch die großen Rundfahrten brauchen. Darf man nicht vergessen. Allein da stehen ja die drei großen Landesrundfahrten an und dann gibt es natürlich noch viele World Tour Rennen, Dauphiné-Rundfahrt, Tour de Suisse, Romandie, Baskenland-Rundfahrt. Also das steht alles auf dem Zettel natürlich drauf. Dann sind solche Sachen wie die Österreich-Rundfahrt, denke ich mal, weiß gar nicht, ob wir da tatsächlich dann noch starten werden oder ob wir uns nur auf die World Tour konzentrieren. Da müssen wir auch nicht mehr um Wildcards betteln. Wildcard, ich bin
Ottmar Zittler, Wildcard. So, Michael Schmidt, wie gesagt, 79, 74, das ist ein Träumchen. Und unsere Fahrer entwickeln sich ja langsam echt in die Weltspitze. Launceston to Grindelwald. Jawohl, der gute Grindelwald. Woher kenne ich Grindelwald? Und was sagt mir das doch? Grindelwald? Grindelwald? Boah, I'm overasked. Asked. La Roche-sur-Yon. So, ich glaube, die Folge geht jetzt aber auch schon ewig. So, gerade mal aufs Handy schauen. Ja, das ist eine Stunde jetzt, glaube ich. Wir machen jetzt noch bis zum Japan Cup. Und dann, wie gesagt, machen wir eine Saisonende, Saisonbeginn-Folge beim nächsten Mal. Da simulieren wir uns eben durch die Winterpause durch. Ich denke mal, ich soll ja alles mit reinnehmen, habt ihr ja immer geschrieben. Und es gibt ja durchaus die Vorspulfunktion. Das wisst ihr ja auch. So, der Japan Cup Paris-Bourges ist jetzt natürlich auch noch dabei. Da sind die Burschen wieder am Start hier in Paris-Bourges. Pascal Mottis nehmen wir noch mit. Pockel lassen wir raus. Benny Fjord ist von mir aus auch am Start. Simulieren, komm, ist wurscht. It's me, Sausage Man. Aha. Okay. Aha. Ah, yes. Daniel Maxim ist gestürzt. Jawohl, gebrochene Kniescheibe. Ja, du Drecksack. Yes. Also besser kann die Saison nicht aufhören. Lombardei-Rundfahrt gewonnen und Maxim Daniel hat sich die Kniescheibe gebrochen. Da haben ihn die Schläger ins Haus geschickt. Die Burschen haben wir da einfach mal rausgelassen. Sehr, sehr gut. So, also wie gesagt, wir werden nicht mehr so viele Fahrer zum Schluss der Saison in Topform haben. Das macht einfach keinen Sinn. So, simulieren, simulieren, simulieren ist das halbe Leben. Ich simuliere immer zum Beispiel Halsschmerzen, die jetzt gerade sich nicht mehr so wirklich schlimm anfühlen, aber ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl im Hals. Es ist nicht mal so ein richtiges Kratzen, sondern so ein Kältegefühl. Naja, wird schon nichts. Wird schon nichts Schlimmes werden. Und wenn doch, dann gibt es halt keine Folgen mehr. Montevideo, Montevideo. Boah, was gibt's denn jetzt noch so viele Rennen zum Simulieren? Na klar, in Abu Dhabi. Da ist da jetzt Winter, Mensch. In Abu Dhabi liegt immer Schnee. Yas Marina Circuit auf der Formel-1-Rennstrecke. Ach Gott, ist die Abu Dhabi-Tour noch. Allein. Da fühle ich mich immer so allein. Und beim Poker gehe ich auch immer all ein. Ach Gott. So, Paris Tour war natürlich auch noch. Jetzt wird wieder auf dem Yas Marina Circuit gefahren. Wahrscheinlich parallel zu den Testfahrten. Einfach mal den Kalender durcheinander gebracht. So, jetzt aber, Jungs. Jetzt aber. Der Geisteszustand von Philipp Brandt wird wieder untersucht. Mal schauen, was er hat. Anhaltende Erschöpfungszustände. Das ist auch wieder in Ordnung. Wir klicken uns hier mal durch. Ich will das immer ganz gerne weghaben als ordentlicher Mensch. 389.000 haben wir noch übrig, das können wir versaufen. Ich denke mal, für einen Abend mit Adam Wood wird das reichen. Chrono de Nation ist eigentlich ganz cool. Das ist, glaube ich, so ein Paarzeitfahren, oder? Chrono de Nation. Ich glaube, da fährt man immer zu zweit. Das habe ich bei früheren Radsportmanagern immer gern gemacht. Nee, ist anscheinend jetzt doch nur noch Einzelzeitfahren. Ja, nee, es gab mal irgend so ein Rennen, kann auch sein, dass es irgendwo rund um Karlsruhe oder so ein Gedöns war, wo du zu zweit gefahren bist. Das fand ich eigentlich immer ganz cool. So, dann schauen wir doch mal. Wir hauen jetzt einfach mal alle, die hier noch Jutrup sind. Schicken wir hier noch mit rein. Das sind 7 Fahrer, der Rest hat frei. Und ab dafür. Das letzte Rennen des Jahres, der Japan Cup, Utsunomiya nach Utsunomiya. Und gewonnen hat Fabio Duarte vor Louis Meintjes und Jonathan Castroviejo. Ja, ein Name wie eine Urgewalt. So, wir hätten es geschafft. Unsere Fahrer verbessern sich natürlich weiter. Jetzt hat sich Wildinger gedacht, komm, wenn die anderen die 80 haben, oder Sattrich hat sich besser gesagt gedacht, wenn die anderen die 80 haben, dann ziehe ich da doch mal nach. Die legendären Trainer hauen hier auch richtig rein. Die Verbesserungen werden immer, immer schneller gehen. Hügelwert, Adam Wood und Benny Fjord, jetzt Pari, Ausdauerwert nochmal verbessert. 79, das ist schon Hammer. Schauen wir mal in die Sprints rein. Da tut sich irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht, was unsere Sprinter machen, aber die saufen auf jeden Fall zu viel. Kopfsteinpflaster hat sich auch nicht wirklich viel gebessert. Michael Schmidt, wie gesagt, mit der 79. Das läuft. Das läuft für die nächste Saison sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Ich will mich jetzt hier eigentlich nicht noch durch den kompletten Winter durchsimulieren.
So, Nominierung für die Cyanid-Trophy. Ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss. Das lesen wir jetzt noch vor. Wie jedes Jahr küren die renommiertesten Journalisten des Radsports den Fahrer des Jahres, der die begehrte Cyanid-Trophy erhält. Die Wahl wird unter den 10 besten Fahrern der Saison getroffen. Da Sie als hochrangiger Beobachter die Radsportsaison verfolgen, möchten wir Sie bitten, an der Wahl teilzunehmen. Besuchen Sie dazu die Seite Cyanid Trophy und wählen Sie Ihre Top 5 des Jahres. Jeder Journalist gibt eine Liste mit 5 Namen ab. Der erste erhält 5 Punkte, der zweite 4 Punkte und der letzte 1 Punkt. Die 10 Nominierten sind Alberto Contador, Chris Froome, Marcel Kittel, Thibaut Pinot, TJ van Garderen, Alexander Kristoff, Nairo Quintana, Wilco Kelderman, Fabio Aru und Julia Alaphilippe. Wo soll ich das machen? Bei der Cyanid Trophy? Wo ist denn die Cyanid Trophy? Ist das hier oben? Bei den Regeln? Wo ist denn Cyanid Trophy? Ich suche das jetzt so lange. Die Folge wird jetzt so lange gehen, bis ich das gefunden habe. Archiv, letzte Ergebnisse, Platzierung, Manager, Nationalteam, Zeitfahren, Straßenrennen, Informationen. Was? Wo ist denn Cyanid Trophy? Da könnte auch irgendwie mal so ein Weg. Cyanid Trophy, wo ist Cyanid Trophy? Cyanid Trophy, ich verstehe es nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde nächstes Jahr sehr gerne abstimmen. Gut. Ich würde es mal so im Sande verlaufen lassen. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich das jetzt gerade finde. Aha. Ja, ist auch wurscht. Hier, Weltrangliste U23, haben wir ja schon gesehen. Ist egal, komm, ob wir da jetzt abstimmen oder nicht. Das ist wurscht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich danke euch für eine sehr, sehr coole Saison, für eine super zweite Saison, die sehr erfolgreich war. Auch nachdem wir den Schwierigkeitsgrad nach oben gedreht haben, war sie noch sehr, sehr erfolgreich. Wir werden auch nächstes Jahr sehr erfolgreich sein mit super Fahrern, mit drei großen Rundfahrten, die bestimmt richtig Spaß machen werden. Ich werde dort versuchen, auch wieder das Beste rauszuholen, in Ausreißergruppen gehen, im Zeitfahren alles geben, Hügeletappen, Bergetappen. Teamzeitfahren, die ich auch erkennen werde, wenn sie vor uns sind. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also, wir haben es geschafft. Wir haben die zweite Saison durchgespielt. Das haben wir beim 15er nicht geschafft. Jetzt geht es in die dritte Saison. Die World Tour steht vor uns. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir abschneiden werden. Ob wir vielleicht bei den ganz großen Rennen schon um den Gesamtsieg mitfahren können, kommt natürlich jetzt darauf an, wie unsere Fahrer sich weiterentwickeln. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. In der nächsten Folge machen wir die Winterpause und eben die Vorbereitung auf die neue Saison. Und dann sehen wir uns wieder in alter Frische, die ich jetzt gerade nicht mehr habe. Deswegen sage ich nochmal Dankeschön fürs Schauen, Dankeschön fürs fleißige Kommentieren. Das macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, sich das auch immer durchzulesen. Auch wenn ich momentan oder in letzter Zeit nicht mehr so häufig selbst kommentiere, weil ich eigentlich die Kommentare an sich sind einfach so cool, dass ihr ja selber aufeinander eingeht. Von daher brauche ich da gar nicht immer so viel zu machen. Also, ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar, freue mich über jeden, der sich die Videos anschaut und Spaß daran hat. Das ist für mich das Wichtigste. Und deswegen sage ich Dankeschön und bis zur neuen Saison, bis zum nächsten Mal beim Radsportmanager YouTube Abonnententeam. Bis dann.